Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. So, ich habe jetzt hier oben ein bisschen zwischen den Folgen ein wenig gefarmt. Holz. Ich habe jetzt knapp 2 Stacks Holz gekriegt. Und dafür fällt hier oben jetzt der Wald auseinander. Und da freue ich mich schon drauf. Jetzt auch schon ein paar von diesen Setzlingen wieder hier in den Kompost reingeworfen, da ich hoffe, endlich mal ein paar Sachen. Hier hinten ist ja noch ein Feld. Das wusste ich gar nicht, dass hier hinten noch ein Feld ist. Wie riesig ist denn das Dorf? Wusste gar nicht, dass mein Reich so riesig ist. So, nehmen wir an, du bist noch nicht abgebaut. Nee. Ist halt schwierig. Ich habe ja auch zwischendurch eine Baumgruppe. Also schwierig ist nicht, ist bloß einfach nervig. Da war eine Baumgruppe. Die war einfach ein Baum zwischendrin. Da hat 2 Holzstämme. Einfach in einer Baumgruppe, ganz normal. Aber 2 Holzstämme einfach mal irgendwo kreuz und quer gewachsen. Hier so in diesem Gebüsch. Ja, hier war alles voll mit Bäumen. Und hier zwischendrin 2 Holzstämme. Einfach mal so random drin gewesen, wo ich mich gewundert habe, warum fällt die Baumkrone hier nicht auseinander. Was soll ich sagen? Jetzt weiß ich warum. Ja, wie mir scheint, ist hier drüben die Fichten, die wachsen hier anscheinend nicht. Und, na, sehr schön. Mein anderes Zeug ist auch schon bereits. Fertig, das Zuckerrohr ist auch schon sehr gut gewachsen. So, hier bei solchen Sachen muss man immer gucken, dass man alles erwischt. Weil solange die Sachen irgendwie zusammenhängen, fallen die Blätter nicht mehr ab. Ach, guck, hier steht noch ein Baum zwischendrin. Okay, habe ich nicht gesehen. Da was gefunden. So, und jetzt müssten die Blätter hier alle wegfallen. So, wenn aber ein Baum wächst, dann irgendwo hier, so hier. Also für euch, wenn ihr das macht, baut die Bäume nicht ganz so krass nah beieinander wie ich jetzt hier. Aber für mich ist das halt hier oben, das soll ein bisschen natürlicher aussehen wie so ein kleiner Wald. Und da passt das, finde ich, mehr, wenn die so krass beisammen stehen. Irgendwo hier unten hatte ich schon angefangen. Ja. Ich wieder ein Knochenmehl. Und das nehmen wir jetzt mal und gucken, ob wir den Fichtenbaum hier hüben wachsen lassen können. Einen von den großen Fichten. Zack. Wachse. Das geht gar nicht mehr so wie früher. Hä? Was war das denn gerade? Ich hatte gerade wie eingerastet mein Kriechen, also mein Schleichen. Okay, komisch. Na gut, das hier sieht doch schon ein bisschen doof aus mit der Wand. Hallo. Na Jungs, was geht bei euch? Ah. Hier gerade am Arm mit meinen Fingernägeln geschnitten. Alter Schwede. 2 kleine neue Wichteln. Das ist sehr schön. So, für oben. Oben machen wir jetzt erstmal weiter. Ich bin ein Trottel. Bruchstein, Bruchstein.
Okay, stimmt, ich komme ja hier herein. Heißt, hier ist eine Tür. Und hier ist dann noch so ein kleines Fensterding. Ach komm, ich kann doch nicht zweimal hintereinander so einen krassen Fehler machen. Jetzt wird es natürlich spaßig, wie ich die hier oben hin. Oh, das geht. Oh, das geht. Scheiße, das ging nicht. Au. Was bist du? Was bist du? Braune Wolle. Schäfer. Bitte was? Ach, der kam bestimmt durch den Webstuhl, der Schäfer. Ja, bist du der Geißenbeter? Gibt bestimmt nicht so viele, die diesen Witz kennen. Na schön, jetzt haben wir das aufgepackt. Müsste ich natürlich noch mal nach Bruchstein suchen. Ich unten noch Bruchstein in der Kiste? Bestimmt. Ah, noch ein ganzes Stack. Ich hätte sogar noch 64 Eisenstämme hier gehabt. Das wusste ich nicht. Ist aber nicht schlimm. Langsam nervt er mich mit eurem Ha. So, ja, Werkbank. Werkbank kommt dahin. Dann Türen brauche ich mir keine bauen. Wusste ich natürlich, dass ich noch Türen habe. Fenster einmal. Mal dreimal. Geht sogar fast perfekt auf. Ah, das geht nicht. Stimmt dumm aus, wenn ich dann von außen hier so eine Tür so außen angemalt habe. Obwohl, das geht. Das geht. Ja, das kann sich noch so sehen lassen. Gut, dann setze ich jetzt hier oben drauf überall noch eine Reihe Steinchens. Und wird hier ein Dach draufgezogen. Aua, Mann. Da habe ich garantiert wieder zu wenig von den Holzbrettern. Ah, wie mache ich das jetzt am besten? Oben drauf? Und da waren sie vorbei. Nee, ich glaube, da muss ich dann trotzdem noch die eine Reihe darunter ziehen.
So, hier muss dann auf alle Fälle noch was rein. So, okay. Ups. Da hätte ich sogar eigentlich so lassen können. So, dann kommt jetzt hier der letzte Dachlayer oben drauf. Einmal so, einmal so. Sehr schön, hat so geklappt. Sieht natürlich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal dann umändere und dann die Hausdächer noch ein bisschen anders mache. Also anders farbig oder aus anderem Material. Aber das geht ja schon mal. So ungefähr. Das geht hier zum Beispiel auch nicht so gut. Das hier sieht gar nicht, das müsste ich dann hier so an der Seite aufhören. Und dann müsste das. Also erstmal müsste ich so machen. Moment. Probier's mal. So. Und dann so. Müsste das hier an der Seite auch dann so werden. So. So. Ja, gut, okay, das hier habe ich ein bisschen falsch gestellt. Aber ist nicht so schlimm. Zack. Fast noch abgestürzt. So. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich kann es mal versuchen zu erklären, warum ich das jetzt so gemacht habe. Wahrscheinlich ist das Dach hier dann doch zum Abreißen. Also es wird, werde ich höchstwahrscheinlich abreißen, weil es halt, es passt nicht so ganz mit dem Gedanken, den ich jetzt gerade noch hatte. Denn da hier oben jetzt kleines Vorsprungdach dran sein soll, also so ein überdacht halt. Ah, okay. Na komm, lass mich nicht im Stich. Ah, perfekt. So. Und das bedeutet jetzt im Klartext, dass wir jetzt dann hier oben muss ich noch zubauen. Da kommen dann noch ein paar Stufen hin oder ein paar Half-Slabs, weil auf Half-Slabs können keine Monster spawnen. Das heißt, ich müsste mir dann hier überlegen, also das hier werde ich definitiv wieder abbauen. Sieht halt dann doof aus. So, und dann muss ich bloß nach innen drin vielleicht ein kleines bisschen dann ausbauen. So, kurz gucken. Gut, dann kann ich hier oben jetzt Half Slabs legen, wenn ich noch welche hätte. Habe ich nicht. Okay. Ist denn schon wieder Nacht? Bin schon bei 15 Minuten. Wie schnell geht denn das? Oh, doch nur ein bisschen am Haus. So, yep. Jetzt heißt es für mich noch mal kurz hier unten reingehen, schlafen. Ich chin, kleiner Mann.
Voll sweet, wie die kleinen Dinger dann hier so durch die Kante laufen und machen. Du warst der Feiermacher. Der will Sticks für Smaragde. Perfekt. Ich bin im Haus fertig bin, kriegst du alles, was ich an Holz habe. Aber wirklich, alles kriegt er dann. Was war das? Ach, da ist eine Fackel unten drunter, okay. Ich war jetzt gerade irgendwie stark irritiert, was das für ein Flämmchen war. So, okay. Also da und da. Zack, zack. So, perfekt. Jetzt haben wir hier wie so eine Art Regenrinne. Sieht vielleicht auf den ersten Moment komisch aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Das Haus sieht bestimmt von Weitem doof aus, aber ich kann es jetzt gerade auch nicht ändern. Nee, stimmt, ich hatte unten noch Zäune. Da waren noch Zäune drin. Genau, Zäunchens. Zaun. Das noch passt hier? Echt wahrscheinlich. Reicht gerade so. Nee, reicht gerade so nicht. Ich brauche hier noch einen und hier noch einen nach oben drauf. Sonst sieht es halt doof aus, als würde sich das von allein abstützen. Ich spiele einen Zaun zu viel, ist egal. Da, einmal da. Jetzt kommen ein paar Fackeln. Einen da. Da. Eine da und eine da. Zack. Noch wegen der Beleuchtung. Rechts und links noch eine hinsetzen. Ist hier kompletter Beleuchtungs-Overkill. Innen, da und da eine. Dann da und da eine. Passt sogar perfekt. Dann könnte ich jetzt hier oben noch ein Bett gebrauchen. Heißt, ich müsste mal ein Schaf quälen gehen. Ist es normal, dass Schafe so viel Wolle fallen lassen? Nee, 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 ihr bleibt drin. Ich hab jetzt 25 Wolle. Das ist schon ganz schön heftig. Oh. Upsi. Jetzt gucken wir mal noch von oben. Warum war hier Zeug angebaut? Ah, sehr schön, das kann ich dann ernten. Jetzt ernte ich mal schnell noch hier. So, perfekt. Okay, so schlecht sieht das Haus jetzt nicht aus. Also überhaupt nicht, finde ich. Es sieht richtig gut aus. Bloß das da unten muss ich überlegen, ob ich den noch so ein bisschen so an der Seite einknicken lasse. Ich keine? Doch, hier sind noch die restlichen Stufen. Weil hier oben ist ja dieser Schandfleck von... Nee, geht nicht. Ich es einfach dann so hier abschließen lasse. Muss ich gucken, muss ich ganz ehrlich überlegen, weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Na gut, ich würde es aber trotzdem erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und in der nächsten Folge werden wir dann
den Aufgang hier noch bauen, nach hier oben. Und dann werden wir uns mal ein bisschen dabei beschäftigen, was eigentlich in unserem Dorf alles so steht und was ich alles noch so umbauen oder wegreißen könnte. Und wahrscheinlich werde ich dann einfach noch zwischen der Folge und der nächsten Folge werde ich dann noch ein bisschen einen Strip-Mining-Gang hier hinten anlegen. Das hatte ich ja vorgehabt, bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber ich werde jetzt definitiv erstmal essen gehen. Und dann werde ich mich daran machen, dieses Zeug abzubauen. Gut. Vielleicht mache ich auch die Treppe hier dann so offscreen einfach noch mit. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, lasst eine positive Bewertung da. Und auch ein Abo, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.